meiden. Diät ist auch häufig Religion für viele. Gerade in Gluten und Laktose sehen viele Menschen eine Gefahr für ihren Körper. Doch wie gesund sind Laktose- und glutenfreie Lebensmittel? Bei den glutenfreien Produkten gibt es Produkte, die sind ernährungsphysiologisch wirklich um einiges schlechter als Weizen. Und dann gibt es welche, die sind ernährungsphysiologisch wertvoller. Immer mehr Menschen verzichten auf zahlreiche Lebensmittel, aus Sorge, dass sie diese nicht vertragen. Wenn das dann dazu führt, dass das Essverhalten irrational wird und mit vielen Ängsten besetzt ist, dann ist das natürlich alles andere als wünschenswert. Ein Supermarkt in Köln. Seit Jahren achtet Nina Darge genau auf die Inhaltsstoffe ihrer Einkäufe. Denn bestimmte Nahrungsmittel verträgt sie nicht. Nahrungsmittelunverträglichkeit ist ein Oberbegriff. Dazu gehören Lebensmittelallergien, die sogar lebensbedrohlich sein können. Sogenannte Intoleranzen sind dagegen Unverträglichkeiten, die zwar lästig, aber oft ungefährlich sind. Nina Darge leidet an der Krankheit Zöliakie, einer Unverträglichkeit gegen Gluten. Nimmt sie Gluten zu sich, bekommt sie mitunter heftige Magen-Darm-Beschwerden. Es war am Anfang sehr schwierig. Ich musste am Anfang, habe ich viel, viel länger für den Einkauf gebraucht, weil ich immer da gestanden habe und die Zutatenlisten studiert habe und oft auch sehr enttäuscht festgestellt habe, dass sogar bei Pommes manchmal Weizenmehl dabei ist. Aber mit der Zeit kennt man seine Produkte und man guckt gezielter, man braucht weniger Zeit. Das geht dann schon. Gluten verbirgt sich in den Getreidekörnern von Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste. Somit steckt es in Brot, Nudeln und Kuchen, aber auch in Soßen, Fertiggerichten und sogar in Schokolade. Viele Supermärkte führen inzwischen Produkte ohne Gluten. Die Nachfrage ist hoch. Die Preise sind es auch. Während eine 500-Gramm-Packung Spaghetti schon für 49 Cent erhältlich ist, muss Nina Darge für die glutenfreie Variante bis zu 5 Euro zahlen. Doch sie ist auf die Speziallebensmittel angewiesen. Schon als Kind hatte sie immer wieder Darmprobleme. Damals wusste noch niemand, was genau dahinter steckt. Also ich habe sehr oft Durchfall gehabt. Als ich in der Pubertät war und solche Probleme hatte, da gab es zwischendurch den Hinweis vom Arzt, dass ich vielleicht keine Lust auf die Schule hätte. Was natürlich dann auch etwas belastend ist. Es glaubt einem einfach keiner. Es geht einem immer wieder schlecht und eigentlich hat man nichts. Und später war das dann, als ich dann Kinder hatte, da war es dann immer ein Reizdarm und Stress und ich sollte mir Ruhe gönnen und das ging dann zwischendurch auch immer wieder irgendwie. Letztendlich ist es dann aufgefallen, als ich immer weiter abgenommen habe und meine Ärztin sagte, da stimmt was nicht, da müssen wir jetzt. Und ich selber habe die Vermutung gehabt, weil sie auf das Abnehmen anspielte und ich dann gegoogelt hatte, dass die Diagnose Darmkrebs lauten könnte. Am Ende einer Ärzte-Odyssee landet sie schließlich im Magen-Darm-Zentrum des Krankenhauses Köln-Porz. Nach einem Bluttest und einer Darmspiegelung stellt Chefarzt Wolfgang Holtmeier fest, dass Nina Darge an Zöliakie leidet. Bei dieser Autoimmunerkrankung verursacht das Gluten eine lebenslange chronische Entzündung der winzigen Schleimhautfalten im Dünndarm. Der Körper kann nicht mehr ausreichend Nährstoffe aufnehmen und wird auf Dauer unterversorgt. Sicher ist die Zöliakie eine Systemerkrankung. Das heißt, der ganze Körper reagiert mit, aber manchmal auch ohne den Darm, interessanterweise. Das heißt, der Darm ist zwar entzündet, man hat die flache Schleimhaut, aber der Patient leidet gar nicht unter diesen Symptomen, sondern eher die anderen Sachen. Also das Immunsystem richtet sich in gewisser Weise auch gegen andere Organe. Und das kann diese atypischen Symptome hervorrufen. Nina Darge wird eine strikt glutenfreie Ernährung verordnet. Seit sie sich daran hält, hat sie keine Beschwerden mehr. Einmal im Jahr geht sie zur Kontrolluntersuchung. So, das sieht alles sehr gut aus. Keine Besonderheiten. Nina Darge hat einen zwingenden Grund, auf das Proteingemisch Gluten zu verzichten. Doch viele Menschen verbannen Gluten aus dem Speiseplan, obwohl sie kerngesund sind. Gluten weg, Bauch weg und so. Also das sind dann so einfache Floskeln und da fühlen sich viele angesprochen. Also sehr viel Fehlinformation in der Bevölkerung. Dann ist, wie gesagt, Öko, was ja erstmal gut ist, neben laktosefrei, neben glutenfrei. Und die Leute denken einfach, ich tue mir mal was Gutes. Dabei hat Gluten eine zentrale Funktion für die Qualität von Lebensmitteln.
Das Klebereiweiß sorgt für die klebrige Teigmasse, die Mehl in Verbindung mit Wasser bildet. So behält der Teig beim Backen seine Form und bleibt locker und saftig. Glutenunverträglichkeit ist eine unangenehme Krankheit. Doch nur zwischen 0,1 und 1% der Bevölkerung leidet tatsächlich daran. Trotzdem ist der Markt für glutenfreie Lebensmittel in Deutschland im Jahr 2013 um rund 18% im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Weshalb greifen immer mehr Menschen zu den Spezialprodukten? Hamburg. Hochschule für angewandte Wissenschaften. Hier analysieren Forscher das menschliche Essverhalten. Der Ernährungspsychologe Joachim Westenhöfer beschäftigt sich seit Jahren mit unseren veränderten Essgewohnheiten. Er sieht einen Zusammenhang zwischen dem üppigen Nahrungsangebot und den vermeintlichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Jede Auswahlentscheidung ist natürlich auch eine gewisse Belastung. Man muss sich entscheiden und viele Möglichkeiten führen dann auch zu einer gewissen Verunsicherung. Und mit diesem Motto frei von hat man ja psychologisch gesehen eigentlich sowas wie eine einfache Lösung für ein komplexes Problem. Nahrung ist für viele zu einer potenziellen Gefahr geworden. Auch weil die Lebensmittelskandale der vergangenen Jahre viele Menschen verunsichert haben. 2011 verbreitet sich das gefährliche Darmbakterium EHEC. Über 50 Menschen sterben an den Folgen. 2007 wird tonnenweise Gammelfleisch als frisches Dönerfleisch verkauft. Immer wieder sind Käse oder Wurst mit Listerien belastet. 2014 sterben in Dänemark 12 Menschen an den Bakterien. Und in deutschen Bio-Eiern wird 2010 eine hohe Dioxinbelastung entdeckt. Derartige Skandale hinterlassen Spuren. Auf der einen Seite wünschen wir uns natürlich, dass Menschen sich gesundheitsorientierter verhalten und also da einen stärkeren Wert drauf legen. Aber wenn das dann dazu führt, dass das Essverhalten oder auch anderes Verhalten letztendlich irrational wird und mit vielen Ängsten besetzt ist, die gar keinen realen Hintergrund haben, dann ist das natürlich alles andere als wünschenswert. Denn Verunsicherung in Ernährungsfragen kann schlimmere Folgen haben, als vermeintlich falsche Lebensmittel zu essen. Köln. Vor den Toren der Stadt lebt Gudrun Bienert. Die 49-Jährige fühlt sich jahrelang schlapp und unwohl. Nach dem Essen hat sie immer wieder Magenbeschwerden. Gudrun Bienert hat den Verdacht, dass sie spezielle Lebensmittel nicht verträgt.